Ist dir das auch schon mal passiert? Du hast Stunden oder sogar Tage lang an einem Mix gesessen, hast ewig dran gearbeitet und bist jetzt richtig zufrieden mit deinem Mix und jetzt möchtest du ihn mit einer professionellen Musikproduktion, mit einem Referenzmix vergleichen. Du machst also den Referenzmix an und schaltest immer zwischen deinem Mix und der professionellen Musikproduktion im A-B-Vergleich hin und her. Und ziemlich schnell merkst du, dass dein Mix gegenüber der professionellen Produktion komplett in sich zusammenfällt und du denkst dir einfach nur... Ist dir schon passiert? Ist mir schon 100-mal passiert. Wichtig dabei ist allerdings zu wissen, dass so ein Referenzmix nicht dafür da ist, um dich runterzuziehen oder dass du dich den ganzen Tag lang schlecht fühlst, sondern dass du mit Hilfe eines solchen Referenzmixes deinen Mix nochmal ein gutes Stück besser machen kannst, wenn du ein paar wichtige Punkte beachtest und die zeige ich dir gleich. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du bessere Musikproduktionen von zu Hause aus oder auch von unterwegs aus machen kannst, wie zum Beispiel ich. Ich bin gerade hier in meiner Airbnb-Wohnung in Süditalien. Also, Vergleich mit dem Referenzmix ist wichtig, ist gut und auch wenn es dich am Anfang runterzieht, kannst du deinen Mix, wenn du alles richtig machst, doch anhand dieses Referenzmixes nochmal richtig verbessern. Hauptsächlich kommt es dabei auf 7 Punkte an im Klangspektrum, auf die du achten solltest und die erkläre ich dir gleich. Bevor du allerdings deinen eigenen Mix mit einer professionellen Musikproduktion vergleichen kannst, musst du einen wichtigen Schritt machen, den erkläre ich dir später. Kommen wir jetzt aber zu diesen 7 Punkten im Klangspektrum, auf die du achten solltest, wenn du deinen Mix vergleichen möchtest im direkten AB-Vergleich. Punkt Nummer 1 ist das Grundfeeling oder das Grundgefühl deines Referenzmixes. Versuch mal, diesen Referenzmix, den du dir ausgesucht hast, insgesamt zu analysieren. Klingt der eher richtig knallig? Hat er viel Punch? Hat er viel Druck? Oder klingt der eher zurückhaltend? Wie klingt der Gesang? Wie ist das Overall-Feeling, also das Gesamtgefühl dieses Mixes? Klingt der eher aggressiv, eher zurückhaltend? Klingt der eher hell und spitz? Oder klingt der eher dunkel? Versuch mal so die Gesamtstimmung am besten mit deinen eigenen Worten zu erfassen. Wie ist das Grundfeeling, das Gesamtgefühl deines Referenzmixes? Wie würdest du das beschreiben? Punkt Nummer 2. Wie sieht es mit dem Low-End aus? Wie arbeiten Bass und Bassdrum zusammen? Hörst du die Bassdrum als richtigen Punch, richtig knallig, Bass und Bassdrum? Oder hörst du die Bässe eher so als Grundvibration, als Grundrauschen, wie zum Beispiel bei einem Ambient-Song, wo du keine knallige Bassdrum hörst, sondern wo du eher ein tiefes Wummern und vielleicht eventuell auch viele Subbässe hörst, so als Grundvibration. Versuche also im zweiten Schritt dieses Low-End deines Referenzmixes gegen deinen Mix zu vergleichen. Punkt Nummer 3. Nachdem du das Low-End deines Referenzmixes analysiert hast, gehst du jetzt genau in die andere Richtung und zwar an das High-End. Also wie klingt der Referenzmix im Höhenbereich? Klingt er sehr zischelig? Hörst du also viel Hi-Hat, viele Becken? Ist er sehr höhenbetont? Klingt er fast schon spitz teilweise und sehr hell, der Referenzmix? Oder hast du den Eindruck, dass mit einem EQ-Filter vielleicht ein bisschen was von den Höhen rausgenommen worden ist? Versuche auch das genau zu analysieren und hör dir dann deinen eigenen Mix an, wie der im Höhenbereich klingt. Punkt Nummer 4. Wie sieht es mit der Tiefenstaffelung aus? Welche Elemente hörst du sehr weit vorne im Mix und welche Elemente hörst du eher sehr, sehr weit hinten im Mix? Wurde sehr, sehr viel mit Hall und Delay gearbeitet? Das heißt, klingt der Mix vielleicht sogar fast schon verschwommen oder wie unter Wasser oder klingt der Mix sehr nah, sehr direkt und sehr knackig und sehr knallig? Versuche also die Tiefenstaffelung zu analysieren und schau, ob die Instrumente, zum Beispiel auch gerade die Gitarren, ob du eine Gitarrenwand direkt vor dir hast oder ob die Gitarren eher mit mehr Hall zum Beispiel bearbeitet sind. Das ist die Tiefenstaffelung. Hör dir die beim Referenzmix an und dann hör dir die Tiefenstaffelung mal bei deinem eigenen Mix an. Hört sich da etwa so an, wie wenn alle Musiker in einer Reihe stehen oder hast du in deinem Mix schon die richtige Räumlichkeit geschaffen, dass man einige Elemente weiter hinten hört und die ganz wichtigen Elemente eben sehr weit vorne hört. Punkt Nummer 5. Wie sieht es mit der Stereobreite deines Referenzmixes aus? Ist der Mix insgesamt wahnsinnig breit, also man sagt ja auch larger than life, also größer wie im richtigen Leben? Eigentlich hast du das Gefühl, der Mix ist extrem in die Breite gezogen oder klingt der Mix eher so ein bisschen schmaler, eher ein bisschen dünner, kompakter und knackiger? Oder wie ist es insgesamt mit den Instrumenten selber? Sind die Gitarren zum Beispiel, das ist jetzt das Panning, also das Verteilen der Elemente im Stereofeld nach links und rechts, sind die Gitarren zum Beispiel oder einzelne Elemente extrem weit nach links und extrem weit nach rechts
gepannt, also im Stereofeld verteilt, oder sind sie eher alle relativ nah zusammen? Und überhaupt, wie klingen die einzelnen Instrumente an sich? Gibt es extrem breite, zum Beispiel Flächensounds? Oder ist, wie gesagt, alles ein bisschen schmaler gehalten? Versuch also auch hier die Stereobreite deines Referenzmixes zu analysieren und dann schau mal, wie es bei deinem eigenen Mix damit aussieht. Punkt Nummer 6, Lead Vocals. Lead Vocals spielen in den fast allen Songs die Hauptrolle und deswegen solltest du auch hier beim AB-Vergleich mit einer professionellen Musikproduktion ein besonderes Augenmerk darauf legen. Also, wie sind die Lead Vocals abgemischt? Wie ist der Hauptgesang abgemischt? Lass dir da wirklich Zeit dafür, denn das ist ein ganz wichtiges Element. Also, klingen diese Vocals eher sehr trocken, eher direkt? Hast du das Gefühl, der Sänger steht direkt vor dir und singt dir ins Ohr? Oder hast du das Gefühl, der Sänger, die Lead Vocals sind eher so im Gesamtmix gut eingebettet und du kannst vielleicht das eine oder andere Wort gar nicht so genau verstehen und es verschwimmt so ein bisschen im Mix? Ist sehr viel Hall und Delay bei den Lead Vocals eingesetzt worden oder klingt er sehr trocken und knackig? Klingen die Lead Vocals eher dunkel oder klingen sie sehr hell und aggressiv? Da kannst du hören, wie es mit der Kompression zum Beispiel gearbeitet worden. Und das sind so Dinge, auf die du achten solltest. Und auch, wie sieht es mit den Backing Vocals aus? Auch das ist eine spannende Sache zu wissen. Sind zum Beispiel die Backing Vocals direkt in einer Linie mit den Lead Vocals abgemischt? Das hört man bei Country-Produktionen zum Beispiel sehr oft, dass es drei gleichberechtigt laute Stimmen gibt, die wie so eine Wand auf dich zukommen. Oder sind die Backing Vocals sehr stark hinter die Lead Vocals gemischt? Versuche auch mal auf die Backing Vocals zu achten und auf die Vocals insgesamt beim Referenzmix und dann wieder auf deinem Mix. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 7, und das ist die Kompression des Mixes. Zum einen mal, wie stark sind die einzelnen Instrumente oder Elemente komprimiert und dann, wie ist der Gesamtmix komprimiert. Also versuche erstmal zu analysieren, wie ich gerade schon ein bisschen bei den Lead Vocals erklärt habe. Klingen diese Lead Vocals stark komprimiert? Klingen sie extrem aggressiv oder vielleicht sogar ein bisschen verzerrt? Oder klingen sie extrem breit und aggressiv, dann ist die Chance groß, dass es relativ stark komprimiert wurde. Wie sieht es bei den Gitarren aus? Wie sieht es bei den Drums aus? Hörst du da vielleicht eine Parallel Compression raus? Klingen die sehr, sehr knallig und sehr laut, sehr, sehr, sehr räumlich, also sehr viel Raum? Versuch bei den einzelnen Instrumenten herauszuhören, ob die stark komprimiert worden sind, und dann versuche auch mal den Gesamtmix zu analysieren. Klingt der eher sehr dynamisch? Also gibt es sehr viele laute und auch sehr viele leise Stellen? Gibt es da Lautstärke, Dynamikunterschiede? Oder klingt der Mix insgesamt eigentlich fast immer gleich laut? Denn das würde darauf hindeuten, dass der Mix sehr, sehr stark insgesamt auch komprimiert wurde, was nicht immer unbedingt ein Vorteil ist. Also das wäre Punkt Nummer 7. Das wäre die Kompression der einzelnen Elemente und die Gesamtkompression des professionellen Mixes. Und dann schau mal, wie das bei deinem Mix ist, ob der eher dynamisch klingt oder ob er eher auch, ob du im Mixbar so stark komprimiert hast, dass im Prinzip auch die leisen Stellen genauso laut klingen wie der lauteste Refrain. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Punkt, was ich dir gerade vorhin erklärt habe. Einen wichtigen Schritt solltest du machen, bevor du deinen Mix mit einer professionellen Musikproduktion vergleichst, und das ist natürlich, deinen Mix in der Lautstärke anzupassen, und das bedeutet, dass wir einen Limiter auf den Mixbass einsetzen, und das zeige ich dir jetzt kurz im Projekt. Was ich meistens mache, um den Song lauter zu kriegen und insgesamt die Sache so ein bisschen beobachten zu können, ist, ich lade mir hier einen Analyzer rein, um zu schauen, wie die Frequenzkurve hier insgesamt aussieht. Dann habe ich hier einen Loudness-Meter, dass ich die Lufs hier festlegen kann, und natürlich einen Limiter, um den Mix jetzt insgesamt lauter zu bekommen. Wir können mal in den Mix reinhören und hier den Analyzer anschauen. Also hier kann ich hier schon ein bisschen beobachten, wie sieht das so insgesamt gegenüber dem Referenzmix aus oder was macht mein Mix? Sieht das irgendwie seltsam aus, die Referenzkurve? Habe ich irgendwelche Einbrüche? Hier und da klingt da schon irgendwas oder sieht da schon irgendwas komisch aus hier im Analyzer. Ja, was ich jetzt mache, ist, ich aktiviere hier einfach den Loudness Meter. Ich gehe hier im Limiter auf den Out Ceiling auf -0,1, damit ich nicht anfange zu verzerren. Und dann versuche ich jetzt hier über die Threshold, dass ich bei zwischen 8 und 11 Lufs lande, weil das ist für so einen Popsong, ist das ein ganz guter Standard von der Durchschnittslautstärke her. Das hören wir uns jetzt mal an und dann ziehe ich das hier einfach mal lauter. You are summertime fine, but you've been acting cold in the wintertime.
two things that I can't quite align. But you're playing with my heart like it ain't mine. You have taken my mind. Everything I own, I leave it behind. Leave it all behind. Would you lead me on? Also du hörst, es ist schon wesentlich lauter, ein paar dB lauter. Und jetzt kann ich oder sollte ich in der Lage sein, diesen Song hier gegen einen wesentlich lauteren und vor allem gemasterteren Referenztitel fairer oder besser gegenhören zu können. Okay, kommen wir zum letzten wichtigen Punkt, wenn es darum geht, deinen Mix im A-B-Vergleich mit einer professionellen Musikproduktion zu vergleichen. Und das ist, welche Songs solltest du eigentlich als Referenzmix verwenden? Ja, weil auch da kann man nämlich einige Fehler machen. Zunächst mal Punkt 1, was wichtig wäre, ist natürlich, es sollte ein Song aus dem gleichen Genre sein. Es bringt nichts, wenn du einen Schlager mischst und nimmst einen Metal-Song als Referenzmix, weil das Klangspektrum da komplett verschieden ist und da wirst du keinen Stich machen. Da kannst du deinen Song sogar am Ende noch schlechter machen, wenn du einen falschen Referenzmix nimmst. Also der Song sollte aus dem gleichen Genre sein. Was auch wichtig ist, das Tempo und der Groove sollte in ungefähr gleich sein. Ja, also wenn du einen Song hast mit 120 BPM, dann nimm als Referenztitel keinen, der nur 80 BPM hat. Das ergibt nicht wirklich viel Sinn. Punkt Nummer 2 wäre, nimm nur Titel als Referenztitel zum Vergleich, von denen du auch weißt, dass sie wirklich gut klingen. Also, wenn ein Kumpel eine Band hat und die haben einen unglaublich guten Rocksong geschrieben und haben den selber abgemischt, dann kann das, und du findest, dass dieser Song gut klingt, dass dieser Mix gut klingt, kann das in die Hose gehen. Denn da hast du einfach nicht die Sicherheit, dass dieser Mix wirklich professionellen Standards entspricht, was Lautstärke, Gesamtkompression und so weiter entspricht. Also, such dir einen Titel aus dem Radio und da klingen auch nicht alle gut, von dem du wirklich überzeugt bist, dass er richtig gut klingt. Vielleicht eher einen bekannteren Song. Nimm auf jeden Fall so einen Titel her als Referenztitel und nicht irgendeinen unbekannten Titel. Punkt Nummer 3 wäre, du kannst natürlich auch unterschiedliche Referenztitel hernehmen für deinen Mix. Wenn dir zum Beispiel in einem Titel die Arbeit im Fairs recht gut gefallen hat, wenn dir da die Drums gut gefallen haben oder die Backing Vocals, dann kannst du hier einen Referenzmix nehmen für den Fairs. Wenn dir in einem anderen Titel des gleichen Genres wohlbemerkt, der Chorus dann recht gut gefällt oder der Refrain, dann kannst du da einen anderen Referenztitel für diesen Songpart hernehmen. Das ist kein Problem. Wie gesagt, wenn du Punkt 1 beachtest, einfach, dass das Genre stimmt und dass das Songtempo in ungefähr stimmt. Du siehst also, du kannst durch Referenzmixe deine eigenen Mixe verbessern, indem du diese Punkte beachtest. Und Referenzmixe sind nicht dafür da, um dich runterzuziehen oder dir den Tag zu versauen. Wenn du mehr Mixing-Tipps möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich dir die 12 wichtigsten Mixing-Tipps, die du wissen musst, wenn du im Home-Recording-Studio arbeitest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.